Na? Wie ist das Wasser? Nass geworden? Wow. Ich liebe diesen Teil der Stadt einfach. So rustikal. Man kann es förmlich riechen. Sie leben ein wahrlich einfaches Leben hier. Pegasus kann es einfach nicht erwarten, mich wiederzusehen. Alter, wie schnell die ist. Wie sie natürlich tänzelt. Natürlich hast du dein Pferd Pegasus. Natürlich hat sie es Pegasus genannt. Junge Dame, wie schön, euch wiederzusehen. Wir ließen sie neu beschlagen, wie gewünscht. Na also, war das so schwierig? Wo ist meine Bezahlung? Ich sollte dich nur nach Hause bringen, nicht für dein Pferd bezahlen. Ich bin sicher, mein Vater wäre nicht erfreut, dass du das vor dem da diskutierst, Pferdemann. Natürlich, ich bespreche das mit deinem Vater. Oh, Pegasus, ich weiß, du hast mich vermisst. Ja, das hast du, du wunderbares Geschöpf. Wenn du nur Flügel hättest. Zeit zu gehen, Leibwächter. Wenn du nur Flügel hättest. Ja, eskortieren wir sie mal. So, einen wunderschönen, liebe Zockermannschaft. Wir sind wieder zurück in Assassin's Creed Origins. Und wir sind gerade dabei, Aria zu finden. Was? Muss damit... Soll das interagieren? Okay. Also gut. Serapis. Was jetzt? Wo ist Aya? Ah, Serapis. Ich verfasste einen tragikomischen pastoralen Epos über ihn. Du bist Baik, oder? Aya würde dich gerne sehen. Ist sie sicher? Beeilung, folge mir. Aha. Es tut mir leid, guter Mann, du scheinst betrunken zu sein. Die Bibliothek ist für ernsthafte Gelehrte. Sie hat sich versteckt. Wer bist du? Ah, du interessierst dich für homerische Verse, hm? Hier entlang. Ich bin Ayas Vetter, Phanos. Ah ja, Phanos. Schön, dich kennenzulernen. Erzähl mir, was mit Aya geschehen ist. Warum die Heimlichtuerei? Gennadios lässt seine Männer die Häuser durchsuchen. Oft zerren sie Menschen auf die Straße und foltern sie für Informationen. Typisch für das Regime, unter dem wir leben. Gennadios? Ein Monster. Der Phylakitai von Alexandria. Er verwüstet die Stadt, um sie zu finden. Wo ist sie jetzt? Ich habe einen sehr mächtigen Freund, Apollodoros. Du hast sicher von ihm gehört. Hab ich nicht. Na schön. Jedenfalls bot er Aya ein Versteck an, als sie hier Probleme bekam. Aber was ist geschehen? Du weichst mir aus! Ein Wirrwarr politischer Intrigen. Sie wird dir alles erklären, sei unbesorgt. Aha. Was ist denn hier los? Jetzt, ich soll dir folgen, jetzt rennen. Das ist Phanos! Ihr glaubt, er sei ein Poet! Die großen Götter begünstigen unser Land und bringen Sophokles. Uns Segen. Ja? Weiter kann ich nicht gehen. Du findest den Weg zu Aya in dem Monument da vorn. Aha, okay. Untersuch den Brunnen. Kein Problem. Ey, hier hoch. Ja, auf jeden Fall. Es hat sich ja einiges genau getan. Da! Hab was? Etwas Vertrauen. Da drin? Okay. Auf jeden Fall, es hat sich einiges getan. Und zwar, WoW. Ja. Und zwar, der Pre-Patch ist da und das große Add-on, was angepriesen ist, kommt am 16. Jahr raus. Das heißt, wenig Zeit, wenig Zeit, wenig Zeit. Und ja, da dachte ich mir, erstmal gehen wir hier nach unten. Ich verändere mal ein paar Upload-Zeiten. Sprich, ich werde Assassin's Creed erstmal
und abwärts. Das finde ich schon eine Gegend. Nice. Interessant. Das ist also der Brunnen. Ja, okay. Auf jeden Fall werde ich die Upload-Dinger ein bisschen ändern. Und das heißt, Assassin's Creed kommt erstmal nicht. Wird sozusagen pausiert erstmal. Bis Mordor komplett fertig ist. Und das bedeutet, Mordor kommt dann alle 2 Tage raus. Also, ja, immer zu den geraden Zeiten kommt dann Mordor. Bis Mordor fertig ist. Wird bald, glaube ich, so sein. Ich habe ja nur noch den letzten Teil und noch die ganzen DLCs. Mal schauen, wie lange ich dafür brauche. Und wenn das fertig ist, werde ich weitermachen mit Assassin's Creed. Und zu ungeraden Zeiten, wisst ihr ja, da mache ich ja mit Happy Far Cry. Das bleibt. Und Sequenz. Ich hab dich vermisst. Läuft. Wir dürfen uns nie wieder für so lange trennen. Wir haben doch nur noch uns. Ohne Hemur. Lass uns zusammen sein. Uns zwei. Miteinander. Ah, jetzt geht's. Ich habe Neuigkeiten. Die Gerechtigkeit hat dich vernarrt. Ah. Hiermit habe ich Medunamun erschlagen. Ich hasse es, dass wir so etwas tun müssen. Aber gut, dass du es getan hast. Wenn ich ehrlich bin, habe ich es genossen. Okay. Warum hat sie oben noch was an? Deine Berührungen haben mir gefehlt. Und mir, dich zu berühren. Ich habe auch getötet. Arcteon. Ich spürte ihn auf und fand eine Maske in seinem Zimmer. Als er zurückkam, zwang ich ihn, sie zu tragen. Dann stieß ich dieses Messer durch die Augenschlitze. Ah ja. Aber ich war unvorsichtig. Ein anderer Maskierter verfolgte mich nach Hause. Das war sogar noch schwieriger. Nur noch einer mehr. Und dann sind wir fertig. Nur noch ein? Ha! Dann habe ich es ja auch hier gleich durchgespielt. Sieh dir das an. Ich habe es von Arcteon. Apollodorus sagte, der Papyrus sei aus dem Regentschaftsrat. Das heißt, die Schlange gehört zum Ptolemäushof. Woher weiß dieser Apollodorus solche Dinge? Er hat überall Informanten, durch seine Arbeit für Kleopatra. Kleopatra? Sie ist geächtet worden. Von ihrem verräterischen Bruder, ja. Sie will zurück auf den Thron. Sie will den Tod der Schlange ebenso wie wir. Und sie vertraut mir. Sie gab mir das hier, um ihn zu töten. Mit dieser alten Klinge wurde der Tyrann Xerxes getötet. Eine Waffe der Gerechtigkeit. Wie raffiniert. Ah. Ich gehe zum Palast und finde heraus, wer das Siegel der Schlange benutzt. Und das hier benutze ich. Aha! Das erste. In der Kammer des königlichen Schreibers findest du viele Informationen. Er verbringt viel Zeit im Badehaus. Durchsuche den Palast, wenn er fort ist. Und du? Ich kann hier nicht weg, solange Gennadios die Straßen absucht. Er ist entschlossen, mich zu töten. Dann werde ich neben der Schlange auch sehen, was ich von Gennadios erfahren kann. Und ihn töten. Finde heraus, wer die Schlange ist und zeig ihm das Gesicht des Todes. Ich treffe dich am Paneum, wenn du die Schlange und Gennadios getötet hast. Mein Herz weint, bis ich dich wiedersehe.
Und auch meins, mein Liebster. Ach, wenn ich wieder zu Hause bin, dann geht wieder was. Egal. Interessant, jetzt haben wir die erste Assassin-Waffe der Zeit. Irgendwie. Von Kleopatra, interessant. Er hat wohl Xerxes getötet. Der Gottkönig. So, dann gucken wir uns mal an, was hier für ein schöner Schatz ist. Und hier ist noch ein bisschen Loot. Nehmen wir auch noch mit. Was ist das? Der Weg führt zum Hafen. Kaum zu glauben, dass Vanos dich durch die Grube geschickt hat. Was? Der Arsch! Es gab einen viel einfacheren Weg. So ein Penner. Und noch irgendwas? Nee, auf jeden Fall, wie gesagt, das wird denn. Ich kann nicht mit ihr reden. Wer ist die Schlange? Das muss ich noch herausfinden. Im Palast muss es einen Hinweis geben. Such nach dem Siegel, das auf dem Brief war. Es ist zu gefährlich, das Versteck zu verlassen, solange Gennadius und seine Männer nach mir suchen. Hey, sie ist wie ich. Warum außenrum, wenn man einfach oben drüber rauf kann? Ja, auf jeden Fall, wie gesagt, das bitte nicht erstmal pausiert, bis Mordor fertig ist. Das heißt, jeden zweiten Tag, so alle zwei Tage wird ihr denn hier Mordor sehen, nicht mehr Assassin's Creed. Bis Mordor fertig ist. Weil ich denke mir, dass, ja, weil halt wenig Zeit ist, um zwei Spiele nebeneinander laufen zu lassen. Weil, naja, WoW, ihr kennt also die Leute, die WoW spielen, die wissen, dass WoW sehr, was, Level 20 schon, sehr viel Zeit frisst. Und ja, deswegen müsst ihr euch denn so lange mit Mordor vergnügen, aber ist ja fast so ein ähnliches Spiel wie das hier. Auch ein bisschen sneaky peaky und so. Ja, denn ich brauche jemanden für einen kleinen Auftrag. Ich zahle gut. Nein, du nicht. Geh weiter. Halt bloß nicht an. Was? Dachte, du zahlst dieses gut. Abzeichen. Bist du ein Mann von Ehre? Es gibt nur noch so wenige. Ich bin ein Magi. Ich löse Probleme. Gut, ich habe eins. Ein höchst wertvoller Schatz muss heute noch überbracht werden. Du wirst gut bezahlt werden für diese Arbeit. Hier sind einige Drachmen als Vorschuss. Diese Stadt ist sehr viel teurer, als ich gewohnt bin. Gut, abgemacht. Folge mir. Schnelles Geld. 75? Das, worum ich dich bitte, ist von höchster Wichtigkeit. Ja, natürlich. Das Händlerleben ist nicht einfach, das kann ich dir versichern. Tigerfelle oder Statuen zu transportieren, ist ein hartes Brot. Ach, diese Arbeiter. Die sind nie da, wo sie sein sollen. Nun, wie ich sagte, es muss schnell gehen. Oh, und weiche nicht von deiner Aufgabe ab. Kein Stück. Ich würde es erfahren. Mehr als das ist mir nach der Flut nicht geblieben. Du hängst anscheinend sehr an deiner Fracht. Ich schwöre beim Grab ihrer Mutter, die Götter schickten sie, um Alexandria zu verbessern. Okay. Sie? Na, was haben wir denn da? Ich habe deinen Leibwächter, Kara. Ich wünsche keine Wiederholung wie beim letzten Mal, Tochter. Warte, das ist nicht das, worum du mich Magi, ich überschütte dich mit Drachmen, solange sie sicher ist. Und Kara, vergiss nicht den Empfang heute Abend. Du wirst bereit sein. Natürlich, Vater. Das möchte ich nicht verpassen. Ich bin so glücklich, dass du mir zu Hilfe kommst, Magi. Du bist schnell wieder zu Hause. Keine Sorge. Oh, natürlich. Danke, mein Bulle. Du siehst aus wie Herakles. Haha. Vielleicht nenne ich dich meinen Herakles. Ja. Was, wat in Deutsch? Meinen Herakles. Wie auch immer. Ja, nutzen mal hier das Boot. So, chill ich mal da vorne hin. Wir machen eine kleine Bootstour. Glaube ich zumindest.
Was macht sie? Wird ihr schlecht? Endlich! Planänderung, Herakles! Was? Wer? Na, schon gut. Kind, ich bringe dich jetzt nach Hause. Ich gehe nicht. Kennst du eigentlich die Priester hier? Langweilig. Nein, ich muss auf den zentralen Markt. Ich habe von neuen persischen Stoffen gehört. Ich brauche sie. Sonst was? Sonst schrei ich. Dann kommen die Soldaten. Und dann, nun, selbst wenn du überlebst, wird Vater sehr erzürnt sein. Anubis soll diese Stadt holen. Bist du Sachmet in Verkleidung? Ist das eine Prüfung? Wie war das? Ach, nichts. Gut, zuerst holen wir mein Pferd. Sie wird furchtbar behandelt, wenn ich nicht in der Nähe bin. Was? Man sollte meinen, jemand würde das Wasser reinigen. Oh. Du führst das Boot sehr gut. Wirklich viel besser als meine anderen Leibwächter. Weißt du, wenn du schneller fahren willst, das wäre in Ordnung. Oh. Sieh dir die Stadt an, Magi. Sie muss sehr einschüchternd sein für jemanden wie dich. Quatsch. Hier sind Bubis. Die sowas spürt mich doch nicht ein. Na toll, ich wollte gerade schneller machen und dann habe ich erstmal Schwert gezogen. Läuft bei mir. Läuft. Oh. Hi. Na? Na? Wie ist das Wasser? Nass geworden? Wow. Ich liebe diesen Teil der Stadt einfach. So rustikal. Man kann es förmlich riechen. Sie leben ein wahrlich einfaches Leben hier. Pegasus kann es einfach nicht erwarten, mich wiederzusehen. Alter, wie schnell die ist. Wie sie tänzelt. Natürlich hast du dein Pferd Pegasus. Natürlich hat sie es Pegasus genannt. Junge Dame, wie schön, euch wiederzusehen. Wir ließen sie neu beschlagen, wie gewünscht. Na also, war das so schwierig? Wo ist meine Bezahlung? Ich sollte dich nur nach Hause bringen, nicht für dein Pferd bezahlen. Ich bin sicher, mein Vater wäre nicht erfreut, dass du das vor dem da diskutierst, Pferdemann. Natürlich, ich bespreche das mit deinem Vater. Oh, Pegasus, ich weiß, du hast mich vermisst. Ja, das hast du, du wunderbares Geschöpf. Wenn du nur Flügel hättest. Zeit zu gehen, Leibwächter. Wenn du nur Flügel hättest. Ja, eskortieren wir sie mal. Moment. Du sitzt hinten. Dann reiten wir mal gemeinsam den Sonnenuntergang entgegen. Wo muss ich lang? Hier? Da lang? Jetzt reicht es mir. Ich bringe dich nach Hause, Prinzessin Kara. Oh, ihr großen Kerle seid alle gleich. Ihr gönnt mir auch keinen Spaß. Ich sollte dich hier lassen. Es ist deine Pflicht, mich sicher abzuliefern, oder nicht? Wer würde davon erfahren? Dein Gewissen wüsste es. Mhm, neuer Ort entdeckt. Sieh da, Leibwächter. Dort hatte ich meine erste Diskussion mit einem Soldaten. Ich bin sicher, er war sehr dankbar. Ja. Wir müssen zum Markt und Stoffe kaufen. Ich bringe dich nach Hause, wie es dein Vater wollte. Und nichts anderes. Jetzt reit vor. Weißt du, du machst alle meine Chancen zunichte, dieses perfekte Leinen zu bekommen. Da gibt es Unterschiede? Du bist viel ernster als meine üblichen Leibwächter. Ich hab mich verlaufen, Mann. Du könntest dich mehr beeilen, Leibwächter. Ich hab einen Namen. Bayek? Ah, du kennst meinen Namen. Ich kann mich an alle ihre Namen erinnern. Wessen Namen? Sehr gut. Die der Leibwachen. Ich schicke ihren Familien sogar Geschenke, wenn ich kann. Kara. Kara. Ja? Wenn wir Leinen für dich finden, wärst du glücklich? Wirklich? Natürlich! Danke, Bayek! Verflucht sei diese elende. Du hast einen wirklich interessanten Blick. Danke. Aristus Werk ist gut. Ein reisender Philosoph. Dann gehen wir shoppen. Toll. Darf ich sie erstmal hier rumkotschieren? Ah, sagen wir so, wenn heute was passt, dann nehmen wir. Na, sagen wir so, wenn heute Abend was geht mit ihr, dann ist alles safe. So, wo geht's lang? Da hinten müssen wir hin. Oh. Nur nach oben.
Gehen wir da lang. Hier richtig? Ja. Auf den Weg. Doch nach unten. Mist. Da ist der Markt. Erstmal Leute umdingsen. Tschüss. No, 200 Meter in die Richtung. Weg da. Bin ich hier noch richtig? Keine Ahnung. Geht's hier lang? Ja. Ah, hier gibt's Stoff. Sehr gut. Bin hier richtig. Da vorne ist der Markt. Wir sind fast da. Endlich. Wow. Moment. Das ist der Markt? Die da wieder rumtänzelt. Und schmeißt Leute um. Aha, endlich. Diese Stoffe sehen gut aus. Aha. Oh, das ist aber schwer. Würdest du mir helfen? Auch noch? Bayek! Pegasus! Sie wurde gestohlen! Was? Bleib hier! Geh nicht weg! Bleib! Moment! Oh! Moment, ich... Bleib stehen! Oh, wo ist mein Pferd? Los! Aufsitzen! Schnell! Mann! Gib Gummi! Pferd! Gott, Stillstand. Gleich haben wir ihn. Das Pferd nicht schneller? Ah, sehr gut. Ferdinand, gib Gummi. Den Typen holen wir uns. Gib den Weg frei. Weg den Gegner! Ich mach weiter! Ich will nicht das Pferd binzen. Sehr gut. Pegasus, bleib stehen. So, ey. Wie ihr schießt auf mich. Sehr gut. Schnelles Pferd ist schnell. Mal gucken, ob ich die irgendwie ab... So, jetzt reicht's. So, du Penner. Hey, was? Gehen die mir auf den Sack. So, neu jemand. Ja, hier. Neu jemand. Wir sind im Vorteil. Erledigt. Oh, ruhig, Mädchen. Ich bring dich zurück. Ja. Deine anstrengende Herrin vermisst dich schon. Pegasus, hm? Gefällt mir. Gut für ein Pferd. Du würdest Aya gefallen. Das sieht ein bisschen verbrannt aus. gut. Wow. Da ist das Paket, das darf ich bloß nicht vergessen. So. Hierher, Bayek! Ich hab dein Pferd. Mit dir. Papa, aber Pegasus hat gelahmt. Bayek ließ sie versorgen.
Er war nur kurz weg. Ah. Ich habe gehört, es gab Ärger, aber meine Prinzessin sagt, du warst der Held des Tages. Kann er für immer mein Leibwächter sein? Bitte, Vater. Wie viel kostet es, ein Magi-Fest anzuheuern? Ich bin nur für kurze Zeit hier. Schade. Dann nimm bitte diese äußerst großzügige Belohnung für deinen Dienst an. Tja, ich weiß, wo ich arbeiten kann, wenn ich fertig bin hier. Bayek, du bist zurückgekommen. Willst du jetzt doch mein persönlicher Magi werden? Nein. Ich muss weiter. Weißt du... Das war später. Du lässt dich leicht reinlegen, Bayek. Ich freue mich doch nur, dich gesund wiederzusehen. Den besten Leibwächter der Stadt. Ja, so sieht's aus. So, wo muss ich lang? Ich hab mich jetzt schon wieder ablenken lassen. Das haben wir. Da ist eine Nebenquest. Das ist eine Level 20 Nebenquest. Da ist eine Nebenquest. Haben wir gerade. Da beschaffe ich das war. Okay, nee, gut. Dann sag ich mal, dann reiten wir nochmal dahin. So, komm mal her hier, Ferdinand. Verwirrtes Pferd. So, weg da. Oh, da lang. Weg da. Den mal los. Auf zur nächsten Quest. Los, weg hier. Beziehungsweise, eigentlich sind wir schon wieder fertig mit der Folge. Halt! Ja, da machst du nix. Oh, guck mal da. Da der Smoke-Clown. Haha, Somke. Nee, Somke-Clown. Was ist denn das? Es ist ruhig heute. Wusstest du es nicht? Hört sich schon an. Theodorus ist im Badehaus. Er ist im Badehaus? Wow. Den brauchen wir doch, oder? Egal. Auf jeden Fall, das war's denn erstmal wieder mit der Folge. Wann die nächste Folge kommt, kann ich jetzt noch nicht sagen, weil ich nicht weiß, wie viele Folgen Mordor noch hat. Dann würde ich mal sagen, bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zuschauen. Beiden irritieren mich irgendwie. Bye bye. Und denkt dran, Leute. Immer schön den Lachs am Tisch knallen, ne?